Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 3. Mittlerweile im Hauptquartier angekommen und jetzt müssen wir noch runter gucken, dass wir irgendwie an die Gefangenen kommen. Laut der beiden Supermutanten, die sich hier noch unterhalten haben, sind nur noch zwei übrig. Einmal die Frau, das wird wahrscheinlich Red sein. Ah, lauf doch nicht über die Mine. Ja, du machst das aber schon. Gut. Cross. Ja, sieht gut aus. Nur hat's ja noch ein paar. Ja, jetzt wirst du auch an diesem einen Ding nicht scheitern, oder? Hier haben wir eine ganze Menge Terminals. Oh. Und Kakerlaken. Cross, hau mal bitte die Kakerlaken weg. Hier haben wir wieder eine Mine. Zack. Shaft. Wir haben Notschrufterminal. Okay, nur, ach, der Core-Log, okay. Was haben wir da? Notrufzentrale. Haben Sie einen Notfall? Bitte helfen Sie mir. Ich glaube, da draußen ist jemand. Ich habe etwas gehört und es sieht so aus, als wäre da jemand. Bleiben Sie ruhig. Ich schicke in einen Streifenwagen. Dürfte ich Ihren Namen und Ihre Adresse haben? Glas bricht. Ich glaube, er ist jetzt im Haus. Schicken Sie bitte Hilfe. Gott, ich kann ihn hören. Sind Sie da? Ich habe einen Streifenwagen geschickt, der in wenigen Minuten bei Ihnen ist. Versuchen Sie... Frau, man hört eine tägliche Auseinandersetzung. Bitte entschuldigen Sie. Meine Frau hat heute früh vergessen, ihre Tabletten einzunehmen. Es ist alles in Ordnung. Den Streifenwagen brauchen wir auch nicht. Danke auch. Legt auf. Okay. Ob das so glaubwürdig rübergekommen ist... Stationsalarm. Oh. Haben wir mal einen Alarm ausgelöst? Hihihihi. Dass die Mutanten ablenkt. Ist das ein anderer? Das ist sogar ein anderer. Ich will aber gerade mal... Kann ich den auch wieder abstellen? Finde ich jetzt etwas nervig. Geht nicht. Schade. Na gut, dann gehe ich hier nochmal... Ah, jetzt ist er aus. Dann lese ich das doch nochmal vor. Ihr Anruf wird aufgezeichnet. Welcher Notfall liegt bei Ihnen vor? Feuer! Ein Feuer! Mein Haus brennt! Bitte bleiben Sie ruhig. Ich verbinde Sie mit der Feuerwehr. Bitte beeilen Sie sich! Bitte beeilen Sie sich! Ja, ja. Gespräch wird übermittelt. Germantown Feuerwehr, welcher Notfall liegt vor? Mein Haus brennt ab, bitte schicken Sie Hilfe. Ja, Ihre Adresse ist die 1664 Clem Avenue. Bitte bestätigen Sie die Adresse. Ja, schnell. Gut, die Löschwagen sind auf dem Weg. Befindet sich noch jemand im Haus? Danke, nein, alle sind sicher auf dem Rasen. Ich glaube, ich kann Sie hören. Danke, auf Wiedersehen. Versuchen Sie einfach in sicherer Entfernung zu bleiben, bis die Feuerwehr kommt. Okay. Das geholfen hat, wissen wir nicht. Was haben wir hier? Welcher Notfall liegt denn bei Ihnen vor? Die Flügel an meinen Schuhen sind geschrumpft und jetzt fressen die Motten meine Nieren nicht. Wenn ich mein Kapitol schüttle, kommen nur drei Feentücher, aber wie? Können Sie das bitte wiederholen? Meine Bananenschuhe sind wie Wasserboote, wenn der Mond zwinkert, brennt das manchmal in meinen Hamsterschlägen. Gut, bleiben Sie einfach, wo Sie sind. Ich schicke Ihnen Unterstützung. Und so kommt man in die Lama-Schule. Also, wenn ihr mal in die Lama-Schule kommen wollt, hier wisst ihr jetzt, wie es funktioniert. Schön, dass Sie den auch noch mit eingebaut haben.
Hier sind doch bestimmt noch irgendwo ein paar Supermutanten. Ach, hier ist dieses Alarmding, schätze ich mal. Das sieht nach einer Kantine aus. Da ist Blut. Feinde! Ein Herr der Supermutanten. Gut, da hat es der kritische Schleichangriff schon mal gelohnt. Wir haben jetzt fast durch. Na komm, machen fertig. Ach, das sind ja nur Kakerlaken, ja, die kriegst du ja locker weg. Wir haben nicht mehr so viel Schuss. Dann werde ich jetzt mal vorsichtshalber wieder auf die nach. Wir sollten vorsichtig sein. Naja. Wir haben unsere 32er Pistole hier abgegeben. Was machen wir denn da? Ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal räuspern. Wenn ich hier mit dem ganzen Kabelgewirr mal zurechtkomme. So, Entschuldigung gerade. Gut. Ich habe Kontakt. Ja, hau die Kakerlage mal platt. Gegner am Boden. Ja, sehe ich. Ich überlege langsam auch gerade, ob ich vielleicht die Schlürf. Schlürf. Schlürf, so. Das ist auch wieder voll. Mit Energie. Ob ich Paladin wieder auf den Paladin Cross wieder auf Nahkampf umstelle. Weil ich habe das Gefühl, der ist ja doch effizienter als Ich erinnere mich an diese Gegend. mit dem Fernkampf. Wo müssen wir eigentlich hin? Ist die Aufgabe noch markiert? Ja. Hier waren wir ja schon überall. Hier geht's runter. Hier ist noch Munition drin. Na komm, die Splittergranaten packe ich auch mal ein. Lackierpistole jetzt aber nicht so. Okay, geht's mal hier weiter. Zack, zack. Schrot. Lohnt sich jetzt doch mal hier in die Dinger immer noch reinzuschauen. Ab in den Keller. Da haben die Supermutanten ganz schön gehaust, wie es scheint. Kakerlake. Munitionskiste. Mit ein paar Mikrofusionszellen. Gewehrschrank. Da ist noch eine Laserpistole drin. Dann werde ich unsere Leute mit Laserpistolen ausrüsten. Hier denn irgendwelche Minen auf dem Boden? Oha. Nein, aber eine ganze Menge Munition in den Beuteln. So, wo geht's denn weiter? Hier geht's weiter. Eine Tür zu knacken. Ja. Ach, Mist jetzt. So. Nein, auch nicht. Da gehen uns jetzt eine ganze Menge Dietriche drauf.
So. Endlich Schuss für die Magnum. Freut mich. Eine Fatman. Nehme ich mit. Gebe ich vielleicht einem der Leute nachher. 5 mm Schuss. Schrotpatrone. Schrank. Ja, und Heckschützengewehr, da können wir unseres mal verbessern. Jetzt sind wir schon wieder fast voll beladen. Gegenstände. Die Waffen. So. Das möchte ich gern reparieren. Die Jagdflinte auch. Die Kampfflinte wird repariert. So. Ach komm, machen wir es so. Da haben wir jetzt einmal Jagdflinte, Laserpistole, Sturmgewehr und Fatman und noch die 10 mm Pistole. Das wird schon irgendwie gehen, denke ich. Den Erste-Hilfe-Kasten habe ich ganz übersehen. Ich werfe nochmal einen Blick Moment auf die Karte. Ja, da haben wir eine Kakerlake. Da haben wir noch mehr Kakerlaken. Na, was soll's. Komm. Okay, ich glaube, wir müssen uns hier mal ein wenig beeilen. Das scheint da entweder nebendran oder oben drüber zu sein. Der ballert hier ordentlich durch die Gegend. Damit wird er entwaffnet. Er hat es scheinbar überlebt. Shorty. Und Schlüssel des Gefängniswärters. Okay. Ja, ja. Die haben hier ganz schön gehaust. Okay, erstmal hier das ganze Zeug durchsuchen. So. Und jetzt können wir mit Shorty reden. Hallo Shorty. Ich gebe Ihnen Deckung. Danke. Gott sei Dank. Wer sind Sie? Egal, spielt jetzt keine Rolle. Wir holen jetzt Red und hauen ab. Sie gehen voran, ich folge. Los geht's. Bewegung! Genau, das hatte ich vor. Machen wir, dass wir rauskommen. Schau, die sich ja zurück nach Big Town bringen. Die Gefangenen aus Big Town vor dem Supermutanten retten und Red retten. In Ordnung. Auf geht's. Gut, dann kriegst du gleich... sieht's aus, würde da jemand eine Waffe brauchen. Und ob ich eine brauchen könnte. Her damit.
Gut. Dann kriegst du... Du kriegst die Laserpistole und halt von den Energiezellen noch... Boah, keine Ahnung. Ja, 150. Zack. Und... Wir hatten dann noch hier Raider-Zeug. Genau. Die Raider-Steppen-Rüstung. Und noch... Na, sagen wir mal... 4 Stimpaks. Okay. Und hat er auch schon angelegt? Gut. Dann auf. Ich bleibe dicht. Alle mal in Schleichmodus. Waffe raus. Die nicht. Die auch nicht. Die. So. Hier haben wir noch Nuku-Cola drin. Hier haben wir nichts. Putzmittel. Leer, leer, leer. Noch eine Quantum. Leer. Gut. Damit hätten wir Shorty. Hätten wir einen gerettet. Ich speichere das Ganze mal. Kakerlake ist tot. Wir müssen jetzt wieder zurück. Ach, Mist, Entschuldigung. Wieder zurück ins Parterre. Da haben wir bitte mal diese Kakerlake tot. Aufteilen und Ziel einkästen. Na komm. Wird vergessen, dass es dich je gab. Eines ist sicher. Ihr Vater wäre stolz auf ihre Taten. Mhm. Gehe ich von aus. So. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt zum... Bin ich eigentlich hier schon weitergegangen? Scheinbar schon. Ja, genau, hier war das mit dem... wie kommen wir jetzt zu Red? Sie gehen vor, ich gebe Ihnen Deckung. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Doch, hier waren wir auch schon. Hier waren wir schon. Hm. Wir sind immer noch nicht im Gefängnis an. Wir haben aber einen Schlüssel. Vielleicht kommen wir damit jetzt einfach außen rum. Zeigen jetzt der Quest-File hin. Einmal den ersten Stock und einmal da. Okay, da waren wir noch nicht. Dann geht's da als nächstes mal hin. Jetzt nach rechts. Ach ja, hier sind Gefängnisse. Abriegelungsterminal. Können wir das hacken? Ah ne, das Kennwort haben wir ja gefunden. Daten beschädigt. Dann machen wir mal gerade die Entriegelung. Wird aufgeschlossen. Alle Zellen offen. Wie schön, dass du am Leben bist, Shorty. Was glaubst du, wie froh ich erst bin? Jetzt lass uns verdammt nochmal abhauen von hier.
Gut, und mit Red werden wir das nächste Mal dann reden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich dachte schon, wir wären erledigt. Ach was. Ich glaube, die anderen sind tot. Oder noch was Schlimmeres. Karma gewonnen, jawohl. Also, ich bin froh, dass sie noch leben. Aber wie gesagt, wir werden mit ihm in der nächsten Folge reden. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Ciao, ciao.